Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Ja, und heute immer noch in Kärnten. Ja, wie ihr gesehen habt, auf der Görlitzer Panoramastraße. Ja, ich bin schon etwas hochgefahren. Ja, bin schon total am Schwitzen. Ja, 13 Kilometer geht's hoch. 1300 Höhenmeter bedeutet durchschnittlich 10%. Also mal mehr, mal weniger. Aber es wird tolle Aussichten geben, auch jetzt schon. Nach 200 Höhenmetern habe ich einen tollen Blick. Noch nicht ganz frei, aber sehr schön auf den Ossiacher See. Wunderschön. Etwas diesig heute, ja, Gewittergefahr ist groß, deswegen bin ich früh los. Natürlich auch wegen der Hitze. Boah, aber ich bin jetzt schon ordentlich am Laufen. Das läuft alles in die Augen und oh, schrecklich. Boah, es ist richtig schwül. Jetzt schon am frühen Morgen, deswegen ab in die Höhe. Ich hoffe, da oben ist ein bisschen Wind, dass das Spaß bringt, auch jetzt hier hochzufahren. War schon ein anstrengendes Stück. Ziemlich viel im Schatten zum Glück noch. Aber es wird gleich anders werden, so ich es hier sehe. Aber das wird tolle Aussichten geben, Leute. Wow, leider diesig, ja, wie gesagt. Aber ich habe noch 13 Kehren vor mir. Ich bin jetzt in der Peterle-Kehle. Kehre. Boah, man sieht genau, wie weit das noch ist und gar nicht schlecht gemacht. Aber die Straße ist nicht in super Zustand. Ja, stand auch schon so im Internet. Deswegen bin ich mit dem Gravelbike unterwegs. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Ich habe schon einige Schlaglöcher gesehen, mit den dünnen Rennradreifen hier runterzufahren nachher. Ja, aber schöne Bilder wird es garantiert hier geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei auf meiner Panoramatour hoch zum Görlitzen. Ja, es geht nicht weiter. Nein, das ist hier nur so eine Vorstraße, die gesperrt ist für Fahrräder, wie hier so ziemlich alle. Ja, und auf dieser Straße bin ich jetzt auf Kehre 6. Ja, 1057 Meter über normal, 500 ein bisschen über den See, 700 habe ich noch vor mir an Höhenmetern. Ja, die Straße lässt echt nicht locker, nur hier in so einer Kehre, da wird es mal kurzzeitig flacher. Ja, was gut ist, es sind ein paar Wolken unterwegs. Die verdecken die Sonne immer oder man ist hier im Wald, das ist auch immer schattig. Es geht. Also, man schwitzt sich zwar ganz schön aus, aber es heißt echt trinken, trinken, trinken. Ja, und dann geht's weiter nach oben jetzt. Ja, und gleich passiere ich auch die Mautstelle, die ich nur umfahren brauche. Also weiter geht's. Ja, ich bin ordentlich hochgekraxelt. Boah, es ist echt schön warm. Zum Glück im Schatten.
Aber viel Aussicht war noch nicht bis jetzt. Aber jetzt ist mal wieder ja, ein schöner Blick auf den See runter. Wie hoch man doch schon ist, auf fast auf 1400 Meter, ein bisschen mehr. Ja, leider sehr, sehr diesig. Man sieht nicht viel. Aber egal, der Weg ist das Ziel. Wunderbar, ja. Diesmal so ein richtiger schöner Rastplatz. Noch 3 Kilometer bis zum Ende der Straße. Ach, das werde ich auch noch schaffen. Jetzt mal eine kurze Pause. Wow, kleine Snackpause für die letzten Kilometer. Vorletzte Kehre erreicht. 300 Meter sagt er noch. Bis zum Parkplatz, zum Ende der Straße. Dann schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Weiter geht's. Ich hab's geschafft. Natürlich die letzten 500 Meter ist ja nicht mehr viel. Was für Tiefblick. Ja, Alpenpanoramastraße, also Gerlitz Panoramastraße war ja nicht würdig. Aber Panorama hat man echt erst hier oben. Aber es ist sehr, sehr diesig. Man sieht echt nicht viel. Leider, leider, leider. Ja, nur so gerade schemenhaft die Großen. Ja, die Paraglider, die starten noch. Also es ist noch nicht ganz so schlimm. Aber Gewitter sind angesagt. Wow, aber es ist, lohnt sich schon, aber ganz hoch fahre ich jetzt nicht mehr. Da oben, ja, man hat da sowieso keinen besseren Blick mehr, weil es zu diesig ist. Und eine starke Schotterstraße hoch quäle ich mich jetzt nicht mehr. Aber es hat sich gelohnt, es war toll, es geschafft zu haben. Den Hausberg, ja, ganz da unten, da komme ich her. Toller Blick. Warum macht man das? Einfach nur so, weil man es gerne möchte, weil man es kann, weiß ich nicht. Es ist immer wieder toll, sowas geschafft zu haben. Oh, diesen tollen Ausblick hier. Ja, es ist eher was Kurzes gewesen diesmal. Ja, ich will mich auch nicht mehr so lange hier oben aufhalten. Die ersten Quellwolken fangen schon bald an, man sieht es schon. Ja, spätestens 1-2 Stunden, da geht es richtig los hier. Dann knallt das hier wahrscheinlich überall. Ja, schade, schade, aber es langt mir zum Fahrradfahren. Definitiv. Als Wandergebiet natürlich sehr toll. Ja, da oben ist auch noch eine Gaststätte und hier ist ein riesen Hotel hier oben mit einem riesen Panoramablick. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht. Ich fahre gleich wieder runter an den See. Aber wenn ich will, kann ich mich da noch erfrischen. Ja, man sieht nicht so viel. Leider, leider. Ist halt so, aber geschafft ist geschafft und das war's also jetzt. Ja. Wow. Für heute geht's jetzt gleich nur noch abwärts. Ja, ein bisschen bleibe ich noch, um das hier zu genießen. Aber es ist echt stark, wieder oben zu sein, wie tief das da unten liegt. Ja, 1300 Meter tiefer liegt der See, ist schon grandios. Ja, boah, da starten sie schon wieder. Heftig, heftig. Ja. Was soll ich noch sagen? Es war kurz, war steil, aber schön. Leider nicht die beste Aussicht, aber das habe ich auch gewusst. Ja, da oben
ist natürlich schon wieder so ein Skywalk und sowas alles. Aber viel mehr sieht man da auch nicht mehr. In die andere Richtung ist schon richtig alles dicht, Richtung den Towern. Also ist das okay, so wie es jetzt hier ist. Ja, hier ist eigentlich auch immer ziemlich viel Skizirkus. Aber da wird auch schon wieder einiges gebaut. Und hier auf den Wiesen blüht auch schon wieder einiges. Das macht auch schon wieder Spaß, das anzugucken. Ja, und ja, das war's für heute. Was ich noch mache, in den nächsten Tagen ist auch wieder Gewitter angesagt. Ob ich die letzten zwei Tage, die ich noch habe, hier chillig angehe oder dann doch noch eine große Tour mache. Ja, das weiß ich noch nicht. So kaputt bin ich jetzt nicht von dieser Tour hier hoch. Es war einfach nur schwitzen, 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 ganz langsam hoch. 2,5 Stunden, über 2 Stunden reine Fahrzeit. Ja, also war kein Weltrekord, aber es war toll, wieder es geschafft zu haben. Einmal muss man ja, wenn man da unten ist, hier hoch. Ja, also ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht gibt es dafür auch wieder einen Daumen hoch. Ja, und ja, dann schauen wir mal, ob es noch mal was aus den Bergen gibt. Werden wir sehen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, vielen Dank für alles, dass ich es wieder geschafft habe. Ja. Also, tschüss, servus. Bis zum nächsten Mal, euer Flaschenradler Thorsten.